Ja, liebe Leute, und willkommen zurück zu Part 14 von Let's Play Dead Space. Ich bin der Darkson immer noch und wir sind weiterhin im Weltraum. Und wir haben das letzte Mal aufgehört. Mit dem Fahrstuhl sind wir hier wieder runtergefahren in ein neues Gebiet. Und mal... Alles klar, fängt schon mal gut an. Okay, wir sind wieder hier in der Schwerelosigkeit. Können wir hier noch irgendwas? Nö, Sackgasse. Wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten. So, dann gehen wir natürlich erstmal, wie ihr es von mir gewohnt seid, in den Raum, wo wir am meisten noch was abgreifen können. Oh, da ist ein Workbench. Jetzt haben wir aber nur noch ein Power Note. Wenn ich das noch recht im Gedächtnis habe. Schauen wir mal. Ja, einen. Wir wollten den Plasma-Cutter noch etwas aufpimpen. Und zwar, wir nehmen mal Kapazität. Bietet sich an. Ansonsten müssen wir den für Umme raushauen, diesen Power-Note. Wäre etwas sinnfrei. So, nochmal geupgradet. Jetzt haben wir hier 16 Schuss im Magazin. Können wir jetzt auch mehr mitnehmen hier? Nö, schade. Und es geht wieder raus in die Schwerelosigkeit. Beziehungsweise rein. Wir sind ja immer noch im Inneren des Schiffes. So. Und jetzt. Die Schwerkraft hat uns wieder. Ach du Scheiße. So. Oh, was hat denn der noch im Schlepptau da gehabt? Der kraxelt noch da rum. Da kommt der nächste angerannt. Der ist auch kaputt. Den haben wir auch schön kaputt gemacht. Ach, Kinder. So, da kommt doch bestimmt gleich einer wieder zum Leben, oder? Wollen wir den mal da reinstumpen? Eieiei. Oh, den hat's ordentlich zerlegt. Gut, also wir müssen aufpassen, wer den letzten Part gesehen hat, weiß, wir dürfen nicht in diese Felder hier reinlaufen. Es würde kein gutes Ende mit uns nehmen. Und wir gucken nochmal hier rein. Finden wir hier noch irgendwas Brauchbares? Zum Beispiel einen schönen Power Note. Nee, sieht nicht so aus. Das hier kaputt stampen? Auch nicht. Schade. Nö, gut. Wir haben ein Glück riskiert, hat uns aber leider nichts gebracht. So ist das manchmal, ne? Gut, die Tür da hinten, die ist zu, das sehe ich von hier. Was hängt da oben für einer? Ach du Scheiße, was ist mit dem? Ich sehe mit dir, Kollege. Hallo. Ja, keine Ahnung. Uiuiui. Wo ist da was durch die Decke gebrochen? Keine Ahnung. Ja, die Geräte, die haben hier alle keinen Saft, so wie das aussieht. Das heißt, wir müssen wieder irgendeine Stromzufuhr hier aktivieren. Oder hat sich doch eben... Was war denn das eben hier? Hier ist auch Sackgasse. Hallo? Juhu. Nee, ist nix. Ja, da draußen, da fliegen schon ein paar Bröckchen hier durch den Weltraum. Ach, Inventar ist... ist immer noch voll... Alter, wo kommst du denn her? Meister! Ist da noch irgendwas? Nö. Ja, Leute, wo geht das hin? Ach, ja. Blind, ne? Ah. Genau, aktivier mal. Control System Suction Box rerouted. I'm getting a reading. Almost there. Ja, und wie es hier immer so ist, wenn wir irgendwas aktivieren, ne, ihr kennt es mittlerweile, dann kommen meistens auch die netten, ja, Necromorphs irgendwo aus der Wand, aus der Decke. Schwuppdiwupp, da sind sie schon. Ui! Alter, du infizierst mich nicht gut. Sau, hau ab, du! Hier. Haben wir den jetzt kaputt gemacht? Oder lebt er noch? Boah, der hat mir so ein ganzes Ding hier an der Kühe. An Energie abgezogen, ey. Homo.
Scheiße, ich bin dieses Feld gelaufen. Ja, da hilft mir der beste Anzug nix. Okay, also wo kommt man jetzt raus? Wo kommt man jetzt raus? Bitte nicht ganz am letzten Safe Point, das ist ja meilenweit zurück. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, komm. Lass mich irgendwo in der Nähe raus. Ach, Gott sei Dank. Ui, jetzt wäre ich hier fast schon wieder reingerannt. So, jetzt bin ich aber vorbereitet. Ihr Pissers! So, der kam mir ganz überraschend um die Ecke gesprungen. Ja, jetzt ist er weg. Da ist er! Oh, jetzt. Was war das denn jetzt? Oh Leute, was war denn das? Bin ich schon wieder so blöd da reingelaufen. Ja, rückwärts laufen ist wohl nicht so hier meine Stärke. Zumindest nicht, wenn ich in diese blöden, verschissenen Felder da reinlaufe. Komm, lad mal einen Tacken schneller. Oh, nö, ich bin so blöd, ey. Ach ja, meine Lernkurve. Ich glaube, die steigt nicht mehr an heute. Dumm gelaufen, dumm gelaufen. Da kämpft man sich hier stundenlang durch, ohne von so einem Necromorph umgenietet zu werden. Und dann laufe ich fünfmal hintereinander in so ein blödes Antigravitationsfeld da rein, oder was das sein soll hier. Ja, wo gehen wir lang? So, also, wenn die kommen, nicht nach hinten laufen. So, diesmal schaffen wir das doch, oder? Ich darf mich nicht bewegen. Da ist auch so ein blödes Feld. Wo gibt es nicht so ein Feld? Hier. Hier stehen wir sicher. Bleibe ich da erstmal hier stehen. Lad mal in Ruhe nach. Ja. Wo lang, wo lang? Was liegt hier noch? Oh, Credits. Plasma ist voll. Small Matter, haben wir auch nichts mehr. Ach Gott, oh Gott. So, wo geht's denn jetzt hin? Ach, Retour. Wieso können wir jetzt hier in diese Tür da nicht rein? Oder müssen wir später nochmal rein? So, jetzt geht's wieder raus in die Schwerelosigkeit. Ja, das gibt's doch nicht. Muss es doch noch irgendwas geben, dass wir in diese Tür da rein. Ach, guck mal an. Völlig übersehen. Ah, schau an, schau an. Textlog. Ja, wie immer, ich werde hier nichts lesen. Wer da mitlesen will, bitte Pause drücken jetzt. Und nun ist es wieder weg. So. Ne, brauchen wir nicht. Flammenwerfer haben wir nämlich nicht. Und habe mich auch nicht vor, mir zu kaufen. Für teuer Geld. Für teuer Credits. Die ich mir hier mühsam zusammen farme. Oh, Power Notes. Oh, zum Glück sind wir hier nochmal rein. So, wieder irgendwas, was wir nicht mitnehmen können, weil wir restlos überladen sind. Ach, Credits, auch sehr gut. Oh, hier, komm, Notruf. Klingel mal durch. Security Phone. Ja, Leute, wir müssen noch irgendwie da hinten nochmal in die komische Tür da rein kommen. Oh, oh. War hier was? Andererseits habe ich jetzt keinen Bock, hier wieder drauf zu gehen. Kommt man da vielleicht rein? Nee. Da geht auch nichts. Ja, Leute, was mich schon mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. War ja gerade die E3 und da habe ich, ja, diese Pressekonferenz, Konferenz vor allem, ja, von EA gesehen und das fing ja mit, ich glaube, das fing sogar direkt mit Dead Space 3 an und ich war, naja, etwas zwiegespalten, meine Meinung. Also ich liebe hier den ersten Teil, ja. Den zweiten habe ich leider noch nicht ganz gespielt. Nee, war wohl richtig, ja. Aber dieser Koop-Modus, Leute, bei Dead Space 3, ich weiß nicht. Also für mich sah das so aus wie eine Mischung aus, ja, Gears of War und
Lost Planet irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie da den richtigen Weg einschlagen. Das sieht mir mit dem Koop-Modus wieder so aus, als wenn die Ada auf Brechen und Biegen irgendwie so Multiplayer-Part reindrücken will, damit sie eine Berechtigung haben, ihren Online-Pass da 14 Euro nochmal an Gebrauchtspielkäufer zu verscherbeln. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Also ich war da nicht so angetan von. So, Level 3 waren wir noch nicht. Gehen wir nochmal ganz nach oben. Ah, kann jetzt ein bisschen dauern hier im Aufzug. Er tackert sich hier einen ab. Und wir könnten eigentlich schon mal so ein bisschen zur Zeitüberbrückung hier so ein Ding fressen. Hier so ein Mad Pack. Gott, wir können glaube ich sogar noch einen fressen, oder? Zoom mal weiter raus, damit ich hier hinten mein Rückgrat sehe. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, oder? Hallo. Ist hier teilweise. Ja, ja, ja. Alles klar. So, sind wir hier überhaupt richtig? Ja. Und ein Audiolog. This is Temple. The bridge is fucked. I don't know what went on in there, but I'm not sticking around in case whatever did it comes back. I'm heading for hydroponics to find Elizabeth. Okay. Brücke beschädigt, Schematik gefunden. Der Kollege sucht irgendeine alte. Oh, eine Trophy haben wir auch noch abgegriffen. So, plündern wir hier noch mit. Uiuiuiui. Ne, Credits nehmen wir noch mit. Ui, was ist das für einer? Ach, das sind die, wo die kleinen Kratzen da rauskommen, ne? Oder? Ne? Uiuiui. Ja, ja. Kommen sie durch die Decke jetzt mittlerweile. Sind nicht dumm. So, und hier müssen wir die Power mal aktivieren. Haben wir gemacht. Asteroid Defense System now online. Alright, we've got enough power. But the ADS cannon's auto targeting is down. I think it's a faulty data cable. I need you to aim the cannon manually until I can replace it. Take the elevator to the top of the ship and head for the cannon pit. Oh Gott, da werden Erinnerungen wach. Ich glaube, ich bin da damals bei dieser Aufgabe. Ja, gestorben. Ja, doch. Doch, stimmt. Man kann sterben. Ja, werdet ihr gleich sehen, wer es noch nicht kennt. Also, das ist eine pure Frustaufgabe. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, diese Mission hier reinzubringen. Weil die passt überhaupt nicht zum Rest des Spiels. Dann werdet ihr da gleich sehen, liebe Leute. Lasst euch mal überraschen, was euch da erwartet. So, da flüstert mir irgendeine Stimme wieder was ins Ohr. Brauchen wir auch nicht. Naja, komm, kaputt schlagen können wir es auch nicht. Ja, war ja wieder eine magere Ausbeute hier. Wenn wir unsere Taschen schon voll bepackt haben. Und der nächste Aufzug. Tack, 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 tack. Ah, hier Lichteffekte. Ist schon cool gemacht, Leute. Ah, wir sind da. Gut. Was sind denn das für Dinger hier an den Wänden überhaupt? Kühllamellen oder was ist das? Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Look for cover or you get torn to pieces. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen wohl wieder raus an die frische Luft. Was ist das hier? Medium Air Cannon. Ja, wenn wir an die frische Luft müssen, wäre das eigentlich sehr sinnvoll, dass wir sowas mitnehmen. Was kann man da mal rausschmeißen? Line Racks brauche ich nicht. Drop. Drop that shit! Ist mir das doch lieber. Ja, und da sieht man schon an den Warnschildern, was Sache ist. Es geht an die frische Luft, wie bereits gesagt. Hallo. Irgendwie. Oh ja.
Also da fliegen jetzt so Asteroidenbrocken auf uns zu. Oh, was ist das hier? Ah, da können wir Luft nachfüllen, dachte ich eigentlich, aber das Ding ist wohl leer. So, jetzt müssen wir hier in Deckung immer hechten. Sonst werden wir von diesem Asteroidklumpen erwischt und getroffen. Ach du Scheiße. Nochmal. Ah, das war nix, ne? Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich jetzt falsch gemacht habe. Your air mater will appear when you are in a vacuum. Ah ja. Das habe ich mittlerweile festgestellt, dass hier meine Luftanzeige nach unten geht. Wenn ich mich hier im luftlosen Raum befinde. So, komm, mach die Tür auf. Jetzt gucke ich mir mal an, was ich da falsch gemacht habe. Ah, okay. Uiuiui. Oh, da geht einiges gebacken. Also, ne. Man kann nicht raus jetzt. So, das ist wohl die Phase, wo wir uns hier hinten irgendwo verschanzen müssen. Jetzt bleibe ich natürlich wieder irgendwo hängen. Aber wir können ja auch uns hier hin... ach, scheiße, wie war denn das? So, genau. Stimmt, da war was. So, dann laden wir uns hier mal unsere, ja, Sauerstoffzufuhr wieder auf. Okay, okay. Oh Gott, ich hoffe, wir schaffen das bis da vorne hin. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein. Schaff es. Hui. Gut, weiter geht das. Wir nehmen mal die Beine in die Hand. Ach, zum Glück sind hier diese Luft-Sauerstoff-Recharge-Dinger. So, jetzt benutzen wir das mal. So. Und es geht weiter vorwärts. Komm, komm, komm. In Deckung, in Deckung, in Deckung. Ja. Gerade so geschafft, oder? Nee. Ah, da hätten wir da. Wir hätten es bis da vorne schaffen können. Scheiße. Naja, bevor ich hier wieder drauf gehe, gehen wir da nochmal ruhig an die Sache ran. Würde ich sagen. Naja, bis da vorne kommen wir definitiv nicht mehr. Okay. Oh, das Gepiepse da. Das geht mir ein bisschen auf die Eier gerade. War's das? War's das? Okay, wir können. Oh, und da ist die nächste Tür. Ich würde jetzt zielen und gerne mal dahin. Gut, das klappt. Kommt hier noch was? Ja. Okay. Unsere letzte Station, bevor wir durch die Tür gehen. Und die Luft reicht mit Ach und Krach, liebe Leute. Geh doch auf. Mach auf die Tür, lass mich rein. Rein. Jetzt wartet hier noch einer auf mich, oder was? Hallo? Mach mal das Ding zu! Ui! Was war das für ein Timing, bitte? Inventar ist voll. Okay, liebe Leute, ich hau hier erstmal ein Safe Game auf die Festplatte. Wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Da sind wir. Und würde sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann erfahrt ihr, was uns in diesem Raum erwartet. Ich habe ja schon erzählt, dass das eine kleine Frustmission wird und wenn ich die jetzt anfange, ich glaube, die kriegen wir jetzt hier in diesem Teil nicht mehr fertig. Also, liebe Leute, das seht ihr dann im 15. Part zu Let's Play Dead Space mit mir. Ich bin der Darkson, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wie immer, bis später oder bis dahin im nächsten Part. Viel Spaß beim Zocken, haut rein!